Koffer? Ja. Ja. Jim, der neulich bei euch war, der, zu dem wollt ihr fahren, der hat seinen Koffer vergessen? Ja. Er wollte einfach hinfahren. Ja. Habt ihr denn überhaupt Geld für die Fahrt? Nein. Aber wer packt den Koffer denn? Bestimmt nimmt der uns mit, wenn wir auf den Schiff mithelfen. Na, ich weiß nicht, ob das gut geht, ihr beide ganz alleine? Komm doch mit, bin doch angekommen und hat. Wir müssen zu Jim, der war so süß. Und da habe ich mir gedacht, wir können vielleicht auf dem Schiff mitfahren. Ja, sicher. Aber habt ihr denn auch genug Geld für die Überfahrt? Nee, wir haben kein Geld. Nein. Vielleicht könnt ihr was arbeiten. Was denn? Bitte. Das werden wir sehen. Und der Autor hat mir da anfangen. Dankeschön. Ihr Mutter auch erzählen auf der Bucke zu stellen.
Kontinent und Boot und vertiefen auf dem Fernabend die Bar. Sie haben. Sie haben viele Möglichkeiten an Bord, sich bei uns die Zeit zu vertreiben. Und denn nun wollen wir in unseren Sofit-Hotellen immer gut wieder. Team und begrüßen Sie jetzt und euch zu unserer Seenotrettungsübungen. Zum Service-Team gehört die Ebru, die Celine, die Chantal, die Nadja, Paulina, der Sami und die Lisa und Chef-Stewardess Cheyenne sagt Ihnen jetzt mal was. Hallo, wir sind das Service-Team. Sagen euch mal was, benutzt die Rettungsboote, dann werdet ihr nicht nass. Schwimmwesten, probiert die jetzt mal an, vorgefahren, es auch jeder kann. Verteilen jetzt die Schwimmwesten, damit, wenn Gefahr droht, es auch jeder kann. Bitte anprobieren. Wollte die Route wissen. Durch Horn oder durch Suezkanal? Wir fahren nicht durch den Suezkanal. Da gibt es so viele Piraten. Piraten?
Wir fahren zum Kap der guten Hoffnung. Ums Kap der guten Hoffnung. Wir sagen Bescheid. Danke. Tschüss. Schnell. Yeah.
Auf dem Sonnendeck haben wir gar nichts zu tun. Es war eine gute Idee von euch, diese Reise zu machen. Ich bin schon so aufgeregt, wie es in Sansibar sein wird. Ich glaube, ich muss jetzt zum Kartoffelschen. Viel Spaß. Ade. Einen guten Appetit. Ich muss Lisa suchen. Ich bin ganz gezappt. Ich muss meine Dinkende abinken. Da kann ich den Wellnessraum entziehen. Da wirst du dich schön entspannen können. Thank you.
Hey, du hast ja meine Mütze. Du auch meine. Komm, lass uns unsere Mützen wieder umtauschen. Danke. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Aber gerne, ja. Möchtest du auch, Lisa? Nein. Möchtest in der Bar heute verkaufen? Viel Spaß.